direkte Intervention ist notwendig. Betäubungsschuss bereit. Direkte Intervention ist notwendig.
Ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Ihnen
weh. Auf den Boden, sofort! Wir müssen hier weg! Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Ich
vom Unbekannten, Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Edi hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Sie haben nur eine Aufgabe: Informationen. Wenn ich denen nicht trauen kann, sind sie nutzlos für mich. So einfach ist es nicht. Gerade Sie müssten das eigentlich wissen. Ich weiß, dass ich künftig viel vorsichtiger sein werde. Bei den Kollektoren und bei Ihnen. Für Groll haben wir keine Zeit. Die Sache wird ab jetzt um einiges härter werden. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich glaube Ihnen nur, weil ich bezweifle, dass Sie sich so schnell wiederholen würden. Das Risiko ist nicht geringer, Shepard. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem Sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard.
Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edie, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Edie macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen.